Die meisten suizidalen Menschen möchten nicht sterben. Am häufigsten tritt Suizidalität in Verbindung mit Depressionen auf. Das heißt, die Patienten sind hoffnungslos, haben keine Zukunftsperspektive mehr, sehen keine Besserung und auch keine Aussicht auf Besserung, fühlen sich verzweifelt und es besteht dahinter auch ein großer Wunsch nach Ruhe, dass endlich dieses quälenden Zustand loszuwerden. Des Weiteren tritt das auch im Zusammenhang mit chronischen Schmerzen auf. Patienten, die über lange Jahre Schmerzen erleiden, sind am Ende auch zermürbt und auch depressiv und verbringen dann in dieser Kombination häufig auch Suizide. Dann tritt es im Zusammenhang von Schizophrenien auf, das heißt im Rahmen des Wahnerlebens. Der Patient fühlt sich so verfolgt, hat massive Ängste oder Stimmen in seinem Inneren sagen ihm das, fordern ihn auf, sich das Leben zu nehmen. Oder häufig erleben wir es auch bei Borderline-Erkrankungen, da begleitet das Thema Suizidalität den Menschen schon seit der Jugend. Angehörige erkennen Suizidalität bei den Betroffenen am ehesten durch Verhaltensänderungen, dass der Betroffene sich zurückzieht, dass er wortkarg ist, dass er wenig zu motivieren ist, noch Dinge zu verändern, dass er sehr negative Sicht auf alle Dinge hat und auch keine Auswege mehr sieht, ja, seine Lebensumkreis, sein Denkkreis immer enger wird und er sich aussichtslos und hoffnungslos fühlt. Suizidale Menschen fühlen sich hoffnungslos, ausweglos, gefangen in ihrer Symptomatik, in einem quälenden Zustand und wollen so auf keinen Fall weiterleben. Aber wenn diese Erkrankung erfolgreich behandelt wird, möchte dieser Mensch sich nicht mehr suizidieren, sondern möchte wieder leben und ist auch dankbar im Nachhinein, diese Krise überwunden zu haben.